Wir sind hier im Unica Tower im Platinum Vienna und im Hintergrund hört ihr schon den Lärm der Aufbauarbeiten für das morgige Skichallenge-WM-Event. Die Skichallenge ist ja ein medienkonvergentes Format. Wir sind jetzt mit unserem Partner Kronenzeitung im Printbereich vertreten. Dort wird das gecovert, Dienstag und Freitag, zweimal wöchentlich. Bei Ö3 haben wir tolle Unterstützung bekommen, auch gerade beim Start zur Ski-Challenge. Wir werden auch vom ORF Sport immer wieder gecovert, direkt bei den Weltcuprennen, wo man den Unterschied fast nicht mehr sieht zwischen TV-Übertragung und dem Rennen selbst. Ich finde es prinzipiell, dass das schon sehr wohl dem echten Sport sehr gleichwertig ist, weil die Leute trainieren genauso viel. Man braucht ja nur nach Asien schauen, nach Korea und Co. Da wird das ins Fernsehen übertragen live. Die haben Millionen Dollar Verträge, die Sportler. Die haben Einschaltquoten wie bei uns die echten Sportveranstaltungen. Ich glaube, dass das durchaus in die gleiche Richtung gehen wird. Und wir machen jetzt eine kurze Durchbesprechung und dann gleich Probe, okay? Dann gehen wir es ruckzuck durch. Dass jeder mal weiß, um was es geht. Es ist ein ganz interessantes Gebiet. Man kann es auch fernsehtechnisch sehr gut auflösen. Man braucht die technischen Mittel dazu, klarerweise. Wir haben sie schon hier. Wir können jetzt schon zeigen, wie es im Fernsehen aussehen könnte. Und im Livestream sieht man es eh schon. Alles geht's gut. Insgesamt haben wir 7 Kameras am Start hier. Unter anderem Studiokameras mit Pumpen, wie man es aus dem Fernsehstudio kennt. Einen mobilen Regieplatz. Ein Kamerakran ist dabei, eine sogenannte Polecam, ein Leichtkamerakran. Und vom Konzept her natürlich eine Tribünensituation wie ein Fernsehtheater, damit also das Publikum sehr kompakt in der Mitte um die zentrale Bühne herum postiert ist. Wir haben dieses Spiel jetzt nach 5 Jahren so weit gebracht, dass es eben kein Spiel mehr ist, sondern ein internationaler Sportwettkampf. Und die besten Fahrer kommen nach Wien, um hier dabei zu sein. Ja, die ganzen Leute mal treffen, das ist auch super. Ich finde es gut, auch dass es im Internet zu sehen ist, im Livestream. Und ich finde es echt gut gelungen bis jetzt. Es nimmt auch heuer endlich die Dimensionen an, die wir eigentlich erreichen wollten damit. Das heißt, E-Sport wird jetzt endlich als richtiger Sport angesehen. Vierter Burschen! Ist die Entschädigung für 37.200 Kilometer in der Saison. Wirklich. Jetzt gleich das Finale. Es kommt zum großen Duell Österreich gegen Deutschland. Reicht es für ihn? 1,56, 1,57, 1,58. Ist die Zeit, wirklich noch zu schlagen? Wir kommen jetzt zum allerletzten Fahrer an diesem heutigen Abend. Der absolute Dominator der ORF Ski Challenge 09, Luke 777. Wir haben einen deutschen Führend mit 1,59,525 und den besten Ski-Challenger, den es derzeit gibt, jetzt auf der Piste. Ja, und er ist, sage ich schreibe, 5 Zehntel hinten. Hey. Also jetzt hilft er ein mittleres Wunder. Das ist eigentlich unmöglich. Das Publikum geht jetzt hier im Unica Tower mit, denn es sind nur noch wenige Sekunden. Nice. Und wir haben den zweiten Weltmeister der ORF Ski-Challenge. Bleibt im Uhr stehen. Simon, Achtung, geht's hier aus? Ja! Die OFC Challenge! Sensationell! Die besten Fahrer werden hierher entsandt und kommen nach Wien, fliegen von Kroatien, von Deutschland, von der Schweiz hierher, um hier dabei zu sein. Und da sehen wir auch, dass es nicht mehr normale Computerspieler sind mit einem komischen Anstrich, die dann hinterm Computer zocken und dann vielleicht als Außenseiter behandelt werden, sondern für uns sind das wirkliche Sportler, die auch tagtäglich trainieren und dann beim Wettbewerb auch ihre Leistung erbringen. Und ich glaube, dass das wirklich sehr spannend für alle Zuseher ist.